Auf seiner Tour zu den ungewöhnlichsten Mutproben der Welt zieht es unseren Reporter auch in Japans pulsierende Metropole Tokio. In Japan sieht Mut ganz anders aus. Hier ist mutig, wer auffällt. Nirgendwo wird das deutlicher als in der Cosplay-Szene. Otakus, das sind die Nerds und Geeks aus Japan. Sie lieben ihre Animes, Mangas und Videospiele. Und manchmal verkleiden sie sich sogar wie eins ihrer Idole. Cosplay nennt sich das. Und ich möchte wissen, was genau das ist und wie es funktioniert. Doch Thilo soll nicht nur eintauchen in die Welt des Cosplays. Seine Challenge wird es auch sein, auf einer Anime-Convention selbst im Kostüm zu überzeugen. Neben einigen bunten Ausreißern ist Anzug und Krawatte der vorherrschende Look in Tokio und unterstreicht den Stellenwert des Arbeitslebens. Ist Cosplay als Flucht in die Fantasie deshalb so beliebt? Denn gerade für die Jugendlichen ist der Leistungsdruck besonders stark. Um mehr zu erfahren, trifft sich Thilo mit der jungen Cosplayerin Chami. Die 24-jährige Ingenieurstudentin will Thilo als erstes zeigen, wie bunt ihr Leben jenseits der Uni ist. In einem der zahlreichen Fotostudios, die sich auf Cosplayer spezialisiert haben, kommt Thilo in Kontakt mit den Fans der Verkleidungskunst. Hier gilt es, das Idol aus Anime oder Manga zu verkörpern und sich dann in farbenfroher Kulisse ablichten zu lassen. Solche Meetups geben die Möglichkeit, sich auszutauschen, sich zu präsentieren und neue Fotos für die sozialen Netzwerke zu machen. Oder aber für die ganz persönlichen Sammelkarten für das eigene Rollenrepertoire. Er selbst ist ein Cosplay-Amateur, hat aber ungefähr 300 verschiedene Cosplay-Charaktere und kann, das ist besonders toll, auf Anhieb den Gesichtsausdruck. Can you make this? 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 Ich bin in einem Raum, in dem lauter Leute verkleidet sind als Lebewesen, die es nicht gibt, aber sie lachen über meinen Pullover mit Pilzen. So funktioniert Mobbing unter Cosplayern. Unterdessen verwandelt sich Chami in den von ihr gewählten Charakter aus dem weltweit beliebten Anime und Manga Sailor Moon. Dem Vorbild so nah wie möglich zu kommen, ist ihr Anspruch. Da kann es schon mal bis zu anderthalb Stunden dauern, bis aus Chami die Kriegerprinzessin Sailor Mars wird. Unglaublich! Du siehst wirklich aus wie die echte Sailor Mars. Sailor Mars. Was war das Komplizierteste an dem Kostüm? Es an den Körper passend zu schneidern, ist wohl das Komplizierteste. Aber mir macht viel Spaß daran. Die Perücke aufsetzen, das Make-up auftragen, das bereitet mir viel Freude. Die perfekten Posen zum detailgetreuen Kostüm. Chami geht voll in ihrer Rolle auf. Was sie dabei fühlt, will sie mir abseits des Trubels verraten und lädt mich zu sich nach Hause ein. Für die Privatsphäre schätzenden Japaner durchaus außergewöhnlich. Dass Chami noch zu Hause wohnt, ist keine Seltenheit in Japan. Aber im Gegensatz zu anderen Jugendlichen, die ihr farbenfrohes Hobby vor strengen Eltern verstecken, kann Chami ihre Leidenschaft auch in den elterlichen vier Wänden ausleben. Neben dem fordernden Uni-Alltag widmet sie jede freie Minute dem Cosplay, wie Thilo im Gespräch erfährt. Wie lange dauert es, ein Kostüm zu machen? Von der Idee bis zum fertigen Kostüm. Also während ich zur Uni gehen muss, habe ich nur wenig Zeit. Ich gehe zur Uni, komme am Abend zurück und fertige dann ein Kostüm an. Dann dauert das so eine Woche. Manchmal geht es auch an einem Tag, wenn es etwas Leichtes, wie beispielsweise ein Kimono ist. Dann schaffe ich es an einem Tag. Ein kostspieliges Hobby. Bis zu 600 Euro gibt Chami für Stoffe, Make-up und Perücken für ihre verschiedenen Charaktere pro Monat aus. Wie findest du den für dich passenden Charakter? Wenn ich mir die Story eines Anime oder Videospiels anschaue und sie interessant finde, fange ich an, die Charaktere zu lieben.
Wenn die dann auch noch cool sind, mag ich sie umso mehr. Warum magst du Sailor Mars? Ah, Sailor Mars mag ich. Warum? Sie ist toll. Ich mag sie, weil sie cool ist. Obwohl sie eine Frau ist, ist ihr Kampfstil klasse. Ein anmutiger Kampfstil. Das ist wundervoll. Wirst du selber zu Sailor Mars, wenn du dich als sie verkleidest? Es ist mir zwar peinlich, aber ja, genau mit diesem Gefühl cosplaye ich. Wenn ich cosplaye, habe ich am meisten Spaß. Wenn ich mein Cosplay ausziehe, werde ich etwas traurig. Ja, wenn man das Cosplay auszieht, kehrt man wieder zu seinem ursprünglichen Selbst zurück. Am liebsten möchte ich jeden Tag immer cosplayen. Wäre es möglich, dass du auch als Sailor Mars in die Uni gehst? Nun ja, wenn es in Ordnung wäre, würde ich gehen. An normalen Orten wie einer Schule oder innerhalb der Stadt ist es verboten. Es gibt Regeln, auch Regeln für das Cosplay. Was im normalen Alltag unerwünscht ist, wird auf der Anime-Convention zur großen Challenge für Thilo. Bevor es für ihn aber an die Praxis geht, noch ein wenig Theorie zu den Wurzeln des Trends. In Japan herrschen strenge gesellschaftliche Regeln. Ausbrüche sind nicht erlaubt. Vielleicht lieben es Japaner deshalb, sich nach der Arbeit in ihre virtuellen Fantasiewelten zurückzuziehen. So können sie an Leben teilnehmen, die aufregender, entfesselter und fantasievoller nicht sein könnten. Auch ich kenne das Gefühl, mit Videospielen und Comics abzuhauen, nur zu gut. Den Ausgleich zum Leben in streng geregelten Bahnen ermöglicht in Japan ein riesiger Markt an Unterhaltungsmedien, aus denen Cosplayer immer neue Charaktere schöpfen können. So wurden allein 2014 500.482.000 Mangas verkauft. Takahashi-san, mit diesem Mann treffe ich mich jetzt. Er gilt als der Erfinder des Cosplays, zumindest des Begriffs. Und wo sollte er auch anderes arbeiten als in Akihabara, dem Mekka aller Anime-, Manga- und Cosplay-Fans? Als Produzent und Filmregisseur verfolgt Nobuyuki Takahashi die Cosplay-Szene Japans seit ihren Anfängen. Um den neuen Trend für die Zeitschrift My Anime zu beschreiben, erfand er 1983 das Kofferwort Cosplay, das sich aus Costume und Play zusammensetzt. Seitdem hat sich das Hobby aus dem stillen Kämmerlein zu einem globalen Trend entwickelt. Gibt es gutes oder schlechtes Cosplay? Ich finde, solange eine Person ein gewisses Werk liebt, spielt es keine Rolle, wie man cosplayt. Wenn man dementsprechend ein Anime, Manga oder ein Videospiel nicht liebt und sich nur verkleidet, um anderen Leuten zu gefallen und beliebt zu sein, so ergibt das schlechte Cosplays. Dann fehlen die Liebe und der Respekt zur Sache. Ist Cosplay auch eine Flucht aus der Realität? Wenn man die Anime-, Manga- und Videospielcharaktere, die man liebt, cosplayt, kann man seine Schwächen wie zum Beispiel Nervosität überwinden. Dadurch wird es möglich, nach dem Charaktervorbild stärker und freundlicher zu werden. Worauf man achten muss, ist, dass man auf jeden Fall die Realität als solche versteht. Es ist leicht, in Fantasiewelten zu versinken. Was Cosplay angeht, da trifft man sich mit Freunden und stellt echte menschliche Beziehungen her. Betreiben Sie selber Cosplay? Haben Sie ein Kostüm? Ich selbst? Ja, ich trage manchmal einen Anzug. Heute trage ich zwar nur ein Jackett, aber manchmal trage ich einen Anzug mit Krawatte. Das ist das Japanese Businessman Cosplay. Schluss mit der Theorie, Zeit für die Praxis. Hilfe bei der optimalen Kostümwahl für sein Debüt bekommt Thilo von Reika. Sie ist eine international erfolgreiche Cosplayerin und hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Pro Jahr besucht sie 40 Events und führt regelmäßig die Liste der beliebtesten Cosplayer an. Ihr Repertoire umfasst 500 verschiedene Charaktere und macht sie zur perfekten Cosplay-Lehrmeisterin für Thilo. Das sind alles Perücken für verschiedene Cosplay-Charaktere? Ja, ganz genau. Die hier oben sind alles Charakterperücken. Die hier sind aus Attack on Titan. Alles Perücken zu speziellen Charakteren. Die hier unten kann man selbst gestalten.
Und wie viele Perücken hast du? Bei mir zu Hause? Ungefähr 50, denke ich. Ja? Ganz gut? Ja. Also, was wäre wohl am besten? Das hier, ein Kostüm aus Gintama. Bitte probier das doch mal an. Admiral Schnarch? Ja, cool. Das auch, das ist Gundam, Gundam Seed. Okay, dann das letzte, Kaito, aus Vocaloid. Bitte probier das mal. Gut, cool. Cool. Das ist Kaito. Ich find's auch gut. Ein bisschen komme ich mir vor wie so eine Emo-Krankenschwester, aber eigentlich ganz gut. Okay. Das kriege ich alles hin. Glaubst du, das Kostüm und das Schwert sind das Richtige für die Messe? Für die Messe? Ist gut? Ja. Ich glaube ihr nicht. Ich glaube, sie lügt. Ich glaube, ich sehe beknackt aus. Dieses Schwert ist toll. Das passende Kostüm habe ich dann doch noch gefunden. Jetzt will mir Reika noch einen ganz besonderen Ort zeigen. Er unterstreicht, wie Tradition und Moderne in Japan zusammenfinden. Zum Kanda-Myōjin-Schrein, mitten im turbulenten Stadtzentrum, kommen die Japaner, um Ruhe zu finden, zu beten und göttlichen Beistand zu erbitten. Und selbst an so einem spirituellen Ort hat die bunte Manga-Welt und ihre Figuren als Glücksboten auf hölzernen Gebetsplättchen Einzug gehalten. Auf diese Plättchen schreiben die Menschen ihre Träume. Zum Beispiel, ich will der Sieger werden. Oder ich will, dass alle glücklich sind. Diese Träume sollen durch die Worte auf den Holzplättchen zum Ausdruck gebracht werden. Für dich habe ich hier schon eins vorbereitet. Wenn du so freundlich wärst. Ich schreibe dir nun einen Wunsch auf. Und was steht da jetzt? Ich habe hier hingeschrieben, Tilo, gib morgen dein Bestes. Mit den besten Wünschen und dem Segen seiner Meisterin Reika ausgestattet, wird es nun ernst für Tilo. Gemeinsam mit 120.000 Besuchern zieht es ihn auf die Anime Japan. Hier dreht sich alles um die neuesten Trends in Sachen Anime und Manga. Für Cosplayer ist es außerdem eine beliebte Plattform, um sich zu präsentieren, Gleichgesinnte zu treffen und vielleicht auch von einem Fotografen für ein Cosplay-Magazin entdeckt zu werden. Ich liebe Animes, ich hasse Fasching. Beides zusammen ergibt für mich Cosplay. Und das will ich ausprobieren. Tilo will wissen, wie es sich anfühlt, in die bunte Fantasiewelt abzutauchen. Kann ihn die Begeisterung der anderen Cosplayer mitreißen? Wird auch er die Eigenschaften seines gewählten Anime-Charakters übernehmen? Tilos Cosplay, ein Manga-Klassiker der 80er Jahre. Ich bin Tetsuo aus Akira. Er ist dafür bekannt, die ganze Zeit wütend zu sein und nicht weniger als die Welt zerstören zu wollen. Aber es ist ein Idol meiner Kindheit. Die Währung der Cosplayer ist Aufmerksamkeit erzeugen mit ihren Kostümen. An solchen Fotowänden kann man sich ausprobieren und ich bin ziemlich aufgeregt und will wissen, ob mein Kostüm ankommt und ich fotografiert werde.
Posen und in der Rolle bleiben ist Tilos Aufgabe. Gar nicht so einfach unter den kritischen Blicken der anderen Cosplayer und Besucher. Das macht ein bisschen Spaß. Es ist beknackt und ich habe auch so Hitze im Nacken vor Scham, aber es macht ein bisschen Spaß, wie Tetsuo zu posieren. Tilo gewinnt an Selbstvertrauen und überwindet seine Angst vor der Öffentlichkeit. Und bekommt auch einen ersten Fan. Du siehst echt cool aus. Echt? Weißt du, wer ich bin? Du bist Tetsuo, richtig? Ja, richtig. Ich bin sauer. Sauer. Richtig sauer. Angry, angry, angry. Ich kenne im Übrigen noch eine Pose von Tetsuo. Denn beim Cosplay ist ja besonders das Posen wichtig. Also wir haben die und die und die. Aber es gibt noch eine andere sehr berühmte Pose, die sieht so aus. Das war Tilos erste Stellprobe. Die richtige Herausforderung spielt sich vor der sicheren Messehalle ab. Hier warten die Profifotografen auf die Cosplayer. Die Konkurrenz ist nicht zu verachten. Ob da Cosplay-Novize Tilo ankommt und mit seiner Tetsuo-Performance die Fans und Fotografen begeistern kann? Das traue ich mich nicht. Dafür bin ich noch nicht Cosplayer genug. Mut gehört also auch zu den Eigenschaften, die ein Cosplayer mitbringen muss. Unseren Reporter scheint er verlassen zu haben. Das ist extrem unangenehm. Nur wenige Cosplayer schaffen den Sprung in eine Profilaufbahn. Ein Großteil verlässt die Fantasiewelt mit Eintritt ins Arbeitsleben. Laut einer Umfrage nimmt jeder sechste Japaner keinen Urlaub. Da bleibt kaum Zeit für Hobbys. Auch bei Tilo scheint ein Wechsel in die Profiliga in weiter Ferne. Mein erster Eindruck ist, ich komme als Cosplayer nicht so gut an, um ehrlich zu sein. Ich glaube, vorhin hat mich einer aus Versehen fotografiert, weil er dachte, ich bin Mädchen. Vielleicht muss ich meine Pose noch mal ändern. Ganz ohne Bild vom Fotografen will Tilo dann doch nicht abziehen. Er greift zu unkonventionellen Mitteln, die ganz sicher nicht zum Cosplay knicke, dafür aber zu Tilos Charakter Störenfried Tetsuo passen. Über die Angst vor der Präsentation helfen ihm die Eigenschaften seines Anime-Vorbilds hinweg. Man muss sich einfach nur hinter eine Frau stellen, die einen kurzen Rock anhat, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und gemeinsam mit den anderen Cosplayern kommt dann auch der Spaß nicht zu kurz. Watashi wa Tetsuo desu. Ich bin sehr überrascht. Cosplay hat mir wirklich viel Spaß gemacht, obwohl ich ja, wie ich schon sagte, der große Fasching-Hasser bin. Aber mit all diesen Cosplayern um mich herum, da bin ich mutig, da fühle ich mich stark, da macht das sogar Spaß und das konnte ich sehr gut fühlen. Auffallen um jeden Preis, damit ich anders bin als die anderen, das kommt mir bekannt vor. Natürlich bin ich nicht als 16-Jähriger auf Cosplay-Conventions gegangen. Aber auch ich hatte mein Kostüm, um mich von der Erwachsenenwelt abzugrenzen. Baggy Pants und Riesenpullover mit Graffiti-Prints. Das war nicht so aufwendig, erforderte nicht so viel Mut, hat aber auch gut funktioniert.